Susanne Fürst von der FPÖ ist am Wort. Dass es jetzt so top aktuell wird, dieses Thema, ist ja einem traurigen Anlass geschuldet. Aber ich finde, man muss auch hier aus diesem Grund, aus der Kindersicht, die letzten Jahre aufarbeiten. Und die Bundesregierung, gerade ÖVP und Grüne, müssen hier einsehen, dass sie die verfassungsrechtlichen Kinderrechte, die es ja schon gibt, aber auch viele Forderungen, die hier im Volksbegehren sind, die in den letzten 3 Jahren überhaupt nicht erfüllt werden, sondern die Rechte der Kinder vollkommen unter die Räder gekommen sind. Sie wurden verbalst schwer beleidigt. Sie wurden in der Corona-Zeit unverhohlen als Virenschleudern bezeichnet, die ihre Großeltern anstecken und sie letztlich umbringen können. Sie wurden monatelang von ihrem Recht auf Bildung und auf sozialen Umgang mit anderen Kindern und auch auf Bewegung und auf Sportausübung ferngehalten. Sie wurden zu Untätigkeit verurteilt, was natürlich gerade Kinder aus ärmeren sozialen Schichten und in beengten Wohnverhältnissen unverhältnismäßig getroffen hat. Und sie wurden leider auch dadurch gerade auch wirklich in die Online-Welt und zu noch mehr Konsum am Computer und am Handy verurteilt. Und wenn hier Gesundheitsminister Rauch von den Grünen hier sagt, ja, wir haben viele Kinder verloren und das ist nicht mehr gut zu machen, dann muss ich sagen, ja, seine Partei hat das, diese fehlgeleitete Politik zu einem Großteil zu verantworten. Und hier müsste man sich auch wirklich hier stellen. Und wenn der Herr Kollege Saxinger von der ÖVP von einer fehlenden Fehlerkultur spricht, ja, hier könnte man einmal die Fehler, die begangen wurden, hier wirklich eingestehen und sichern, dass so etwas nicht mehr vorkommen darf. Und natürlich auch zum aktuellen Fall Teichtmeistern, wir alle, das nehme ich allen hier ab, wollen das Eindämmen, das Problem von sexuellen Übergriffen an Kindern, ob das jetzt online ist oder im direkten körperlichen Übergriff. Aber auch hier, denke ich, muss man gut aufpassen, dass man hier statt pauschaler Verdächtigungen auch von Eltern, von Lehrern, von Kindergärtnerinnen hier abgeht und stattdessen sozusagen wirklich einfach da, wo es Beschwerden und Auffälligkeiten gibt, diese ernst nimmt, diesen nachgeht und die Aufsichtspflicht wahrnimmt und professionell wahrnimmt und nichts vertuscht. Um das geht es und nicht hier um Papierberge und Compliance-Vorschriften, die ohnehin nicht gelebt werden können, zu erfinden und viel Steuergeld an Vereine zu verteilen, sondern einfach hinsehen und sich drum kümmern und auch strafen, wo es möglich ist und vor allen Dingen auch die Ressourcen bereitzustellen, um dieses Online-Material möglichst zu vernichten. Dafür werden wir uns auch weiterhin einsetzen. Und wie gesagt, noch einmal danke für dieses Volksbegehren und das Denken an die Kinder und Familien. Danke.